also Leute, heute ganz schnell zum Thema Zellulite. Die Frage kommt immer wieder, ja, Zellulite. Kann man überhaupt was dagegen tun oder wenn man sie hat, muss man sie dann akzeptieren? Ist man dann, hat man sie dann? Ist es Schicksal? Ist es Genetik? Ja, irreversibel quasi. Die traurige Wahrheit, ja, die bittere, bittere Wahrheit, mit der wir leider klarkommen müssen, ist, wir können uns nicht mehr in der Bequemlichkeit suhlen, ne, indem wir sagen, es ist alles Genetik, können wir nichts für. Veranlagung geht eh nicht weg. Nein, Leute, es geht. Man kann immer was tun, ja? Also Zellulite kann man wegkriegen, ja? Definitiv. Habe ich am eigenen Leib gespürt, ja? Also natürlich, der eine hat mehr, der andere hat weniger. Das ist natürlich schon eine genetische Sache und ein bisschen Veranlagung. Und so muss auch der eine mehr tun und der andere weniger tun, ja? Aber Fakt ist, man kann definitiv etwas tun, ja? Und Zellulite ist kein Schicksal. Wir müssen jetzt nicht, nein, wir müssen die nicht haben. Wenn wir die wegkriegen wollen, kriegen wir die weg, ja? Ich zum Beispiel, ich habe da eine Scheißveranlagung, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja? Ich habe ein scheiß Bindegewebe und ich neige sehr schnell zu Zellulite, ja? Aber ich hatte früher wirklich, Leute, ja, ich bin ehrlich, okay? Ich hatte wirklich, ja, nicht einfach Zellulite, ich weiß nicht, das kennt vielleicht der eine oder andere, aber richtig, 1-Euro-Stück große Krater im Arsch. So, ich sag's, wie es ist, ja? So, Leute, es gefiel mir nicht, ja? Um es mal so auszudrücken. Nee, vor allem, wenn der Booty dann auch noch nicht so mega in Shape ist, wie er eigentlich sein sollte oder wie er heute ist, ne? Es gibt das Ganze natürlich jetzt kein optimales Bild, ja, für meinen Geschmack. Und das Ding ist aber, es ist komplett weggegangen. Es ist komplett weggegangen mit dem Krafttraining und mit einer besseren Ernährung. Ja, also auch einem niedrigen Körperfettanteil natürlich, das ist klar. Zellulite ist Fett, das sind nochmal Fettzellen, die müssen gekillt werden, ja. Ich muss da sehr viel für tun, ja, vielleicht mehr als der Durchschnittsmensch, bei dem vielleicht ein bisschen Krafttraining schon viel ausmacht. Aber da ich ja sowieso gerne und viel trainiere, ja, und hart trainiere, kommt es mir sehr zugute und die Zellulite ist weg, ja. Ich muss aber dazu sagen, wenn die Zellulite einmal weg ist, heißt das nicht, dass sie für immer weg bleibt, ne? Die kommt dann auch genauso schnell wieder. Also wenn ich jetzt wieder 5 Kilo zunehme oder so, kriege ich auch wieder Zellulite. Zwar nicht so stark, direkt so, ne, wie damals. Weil so dieses hartnäckige Fett hat man dann ja jetzt mal weg. Das kommt ja auch nicht so schnell wieder. Es sei denn, man gibt ordentlich Gas, was eine schlechte Ernährung angeht zum Beispiel. Ja, aber Fakt ist, Leute, man kann auf jeden Fall was tun. Krafttraining, definitiv Muskelaufbau. Muskelaufbau, das strafft alles, ja. Das fördert die Durchblutung, ja, in den Zellen, im Bindegewebe, in der Haut, ne. Das ist ganz wichtig. Bewegung, frische Luft, gute Ernährung, ja, Mikronährstoffhaushalt decken, ja, das ist schön auch wirklich der ganze Körper, das alles funktioniert, der ganze Stoffwechsel, die Kollagensynthese, alles, ne, dass wir eine gesunde Haut haben, eine gesunde Durchblutung, ja, und dann natürlich den Muskelaufbau effektiv gewährleisten, schön ordentlich Protein essen, unverarbeitete Kost, ja, keine Weißmehlprodukte, kein Kristallzucker und so weiter, also das ist natürlich so Basics, ja, einer gesunden Ernährung. Aber Krafttraining ist auf jeden Fall das A und O, Leute. Damit kriegt ihr ganz, ganz viel gerissen, ja. Der eine, der jetzt das übertriebenste Scheißbindegewebe hat, der muss vielleicht echt härter dafür ackern. Aber Fakt ist, er kann es auf jeden Fall verbessern, ja. Und ich sag mal so, ja, und wenn man denn ein bisschen Zellulite hat, eins steht fest, genau wie bei den Dehnungsstreifen, finde ich, an einem straffen, wohlgeformten Körper, ja, und einem prallen Booty sieht Zellulite irgendwie, finde ich persönlich geil aus, ja, also es gibt Frauen, da finde ich Zellulite tatsächlich wirklich attraktiv, ich sag's euch, Beyoncé zum Beispiel, ja, oder J-Lo oder Kim Kardashian, wenn sie sich die nicht hätte wegmachen lassen, ich fände es gut bei ihr, oder vielleicht hat sie sie noch, ich weiß es nicht, und je weiblicher wir geformt sind, je ne, femininer wir sind, desto mehr neigen wir zu Zellulite. Ja, mir wäre das jetzt mittlerweile auch egal, wenn da jetzt wieder ja, ordentlich was zurückkommen würde oder so, solange mein Booty fest und straff ist. Und ich meine, das ist nun mal kein Widerspruch. Ja? Der Booty kann fest und straff und muskulös sein, kann aber trotzdem Zellulite vorhanden sein. Es geht, ja, es geht auch. Aber okay, Fakt ist, Krafttraining, Leute, Muskelaufbau, Muskelaufbau, Muskelaufbau. Ihr müsst jetzt nicht zum Cardio-Bunny werden, ne? Macht euch damit nicht alles kaputt, nicht zu viel Cardio, ja? Cardio natürlich, unterstützt nochmal die Fettverbrennung, aber nicht zu viel. Also das Krafttraining sollte auf jeden Fall überwiegen. Die Ernährung sollte stimmen und zwar
zu 90% der Zeit und dann kriegt man Zellulite definitiv weg. Ja? Also was wie Massagen und Wechselduschen, bla bla bla, das kann unterstützend wirken und fördert nochmal die Durchblutung. Und alles, was die Durchblutung fördert, ist gut, ja, gegen Zellulite. Aber alleine wird das gar nichts tun. Das ist nur ein minimales i-Tüpfelchen, ja, auf dem Basic, auf der Basisebene, auf dem Grundgerüst des Krafttrainings, ja, und der gesunden Ernährung. Also ernährt euch gut. Und dann geht die Zellulite auch weg. Oder akzeptiert es einfach. Ich meine, Zellulite ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, aber gut, bei mir, als ich wirklich da noch nicht angefangen habe mit dem Krafttraining, weißt du, dann so ein Schwabbelarsch. Und dann keine Form drin. Und dann auch noch da so Krater drin. Ja, ohne dass man sich großartig bewegt. Ja, sondern schon einfach im Stand. Das ist halt schon kein schönes Bild, finde ich. Also da wollte ich was gegen tun. Habe ich geschafft. Ist weg. Alles safe. Ist ein gutes Gefühl. Ach so, und auch so viel dazu, ne, von wegen, wenn man den Booty ordentlich zusammenkneift, hat jede Frau Zellulite. Ja. Wenn man den Booty zusammenkneift, sieht halt in der Regel jetzt sowieso nicht so schön aus, ja. Und dann kommt eine Zellulite stärker zum Vorschein, ja. Oder kommt erst dann zum Vorschein. Aber es gibt auch Frauen, und wenn man genug tut, hat man, trotz dass man den Booty so feste es nur geht zusammenkneift, keine Zellulite, ja. Spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, Leute, das ist so. Ja, also das ist nicht hier einfach, ne? Zellulite gehört nicht dazu, wie ein Arm oder ein Bein. Wisst ihr, was ich meine? Kann man alles nicht so pauschalisieren. Dennoch muss man natürlich sagen, wir Frauen sind natürlich anfällig dafür. So, alles klar, Leute, ich wollte euch eine Hoffnung geben, wenn man genug tut, ja, geht das auch weg. Also macht's gut, bis dann, ciao. We'll be right back.